So, Alex, eigentlich hatten wir ja dieses Video schon fertig gemacht, ne? Mit der Kupplung von RZT beziehungsweise die Verbesserung der Kupplung von RZT, weil die Kupplung ist wirklich mega. Also ich finde die richtig gut, habe sie auch in meiner schnellen mittlerweile drin und die funktioniert wirklich hervorragend. Aber es gibt noch eine Sache, müssen wir uns nur überlegen, Alex, ob wir das Video, was schon fertig ist, auch nochmal hochladen, aber vielleicht machen wir das. Wir haben es aber nochmal ein bisschen abgeändert und das, was wir heute nochmal hier an der Kupplung verbessern wollen, das zeigen wir euch jetzt. Ja, wollen wir loslegen? Jo. Habe ich mir gedacht. Prost. Prost. Ist ja auch ein Schädel von Silvester, ne? Eigentlich kann ich noch gar nichts trinken. So, okay, dann legen wir los, ne? Ja, hallo, liebe Simson-Freunde. Moin. So, Alex, jetzt kümmern wir uns noch mal um diese Kupplung, weil es gibt nämlich eine Sache an dieser wirklich guten Kupplung. Also ich bin echt begeistert davon, weil die so mega leicht zu ziehen geht. Aber es gibt an dieser Kupplung noch eine Sache, die ist einfach von meiner Seite aus, also für mich, RZT sagt zwar, es ist in Ordnung so, es funktioniert und es ist auch so gewollt, aber für mich ist es nicht in Ordnung und ich möchte das gerne noch mal ein bisschen verändern. Und zwar geht es hier um dieses Spiel, Alex. Kannst du mal ganz kurz zeigen? In dem Teller ist also reichlich Spiel drin und ja, das haben wir uns überlegt, dass wir das mal verändern wollen, weil man kann das mal ganz kurz zeigen. Wir haben hier diese Gleithülsen, die hier sind. Die haben einen Durchmesser von ja, 9 mm ungefähr, ne? Und die Hülsen, wo das Ganze drauf läuft, hat einen Durchmesser von Naja, 7,87. sagen wir 8 zu 9. Machen wir es einfach. Genau, also 1,1 mm sind da Spiel drin. Und das, Alex, finde ich persönlich, also für meine Verhältnisse einfach zu viel, weil es gibt nämlich eine Sache, dass dieser Teller hier außen auch an den Rand kommt von dem Kupplungskorb, wie man sieht. Und dann würde sich das natürlich dann auch abschleifen. Gut, irgendwann wird er dann so klein, dass es passt. Aber man kann das vielleicht auch so hinkriegen, dass er im Vorfeld schon weniger Spiel hat. Und eine Sache ist natürlich auch noch, wenn dieser Teller sich hin und her bewegt. Wir haben ja hier in der Mitte die Stange, die Druckstange. Und die sollte natürlich, Alex, auch hier richtig mittig auf die Madenschraube gedrückt werden. Wenn die jetzt 1 mm außer Mitte raus ist oder nur einen halben Millimeter ist es ja, dann sitzt sie ja nicht mehr zentral drauf. Und die ist natürlich oben auch nicht glatt, sondern die ist so leicht, kann man vielleicht Ja, sehen, verrundet, hat so ne? einen leichten Radius. Und dementsprechend ist natürlich die Gefahr auch da, dass diese Stange dann irgendwann mal sich zur Seite wegbiegt oder auch der Teller schräg abdrückt. Ja, das sollte schon relativ zentral sein. Und ja, ich habe dann mit Nico Freitag gesprochen von NF Performance, weil der kennt jemand, der hat eine Drehbank. Wir haben ja leider noch keine. Noch keine. Vielleicht kaufen wir mir auch nie eine. Wir schauen mal. Und Nico Freitag hat sich gekümmert und hat uns hier Unterlegscheiben anfertigen lassen. Die haben einen Außendurchmesser von 13 mm. Ja, der Dreher hat also relativ genau gearbeitet, wie du siehst. Und innen haben wir eigentlich 8 mm, aber es hat halt 8,16. Gut, also das ist nämlich auch das erste Video, was wir gemacht haben. Und ich habe das so ein bisschen wieder verworfen mit diesen Unterlegscheiben, weil sie natürlich auch von der Höhe her einfach auch eine gewisse Stärke haben. 1,19, also 1,2 mm, was natürlich dazu führt, dass wir dann auch bei der Feder am Ende, wenn man die hier zwischenlegt, hätten wir ja 1,2 mm schon Vorkompression. Und das ist irgendwo dann schon eine Menge, weil die sehr, sehr hart sind, die Federn. Und wir haben jetzt noch mal was anderes ausprobiert. Und zwar gibt es, kann man sich kaufen im Internet, können wir euch mal verlinken hier unten, haben wir aus China bestellt. Das sind so, ja, was sind das, so Metallnieten, aus Stahl allerdings. Und die haben einen großen Vorteil, wir können das mal ganz kurz zeigen. Den Größen Die haben, reinnieten willst, ne? ja genau, sowas, ist aber Stahl, ja, also richtig, richtig stabil auch. Und die haben nur eine Stärke von 0,15 mm, also 15 Hundertstel, 1,5 Zehntel. Und das ist natürlich super wenig und trägt unter der Feder entsprechend wenig auf, wenn man das sieht, ja. So, man muss das leider auch ein bisschen umarbeiten. Du siehst auch, Alex, der Teller ist hier schon glatt und der ist noch so bauchig, wie man sieht, ja, von diesem Niet. Ja. Und wenn die Feder da drauf liegt, sollte das natürlich gerade sein. Und zwar haben wir das folgendermaßen gemacht. Wir haben uns hier einfach eine Schraube eingespannt, machen wir mal ganz kurz. So, dann kommen hier, nee, warte mal, erstmal kommt eine Scheibe. Dies, dies. Dann kommen
zwei Unterlegscheiben und einen Kolbenbolzen, den brauchen wir dafür. Und dann machen wir das nämlich folgendermaßen, dass wir uns den Teller hier nehmen von der Kupplung, stecken den hier drauf und machen dann den Niet drauf. Dann sitzt er nämlich auch gleich richtig drin. Also den kann man jetzt hier auch so schön reindrücken. Und dann nehmen wir uns einen Hammer, Alex. Und dann kriegt er hier so ein bisschen was auf die Mütze. Das reicht schon. Und jetzt sieht man das. Jetzt ist der, kann man das erkennen? Das wird schwierig, nehmen wir lieber raus. Da hinten guckt er jetzt ein bisschen raus. Das ist aber unproblematisch, weil nach unten ist genug Platz da. Und jetzt ist quasi hier entsprechend diese Hülse drin. So, Alex, die ist fertig. Dann nehmen wir uns mal die zweite. Geht eigentlich relativ easy. Einmal Reihe um. Einmal Reihe um, genau. Stecken den da wieder drauf. Und damit legen wir jetzt quasi diesen Rand entsprechend um von den Nieten. Hier hatte ich ja auch schon. Nee, Moment, das geht nicht. Da muss man in der Kupplung machen, weil sich sonst dann der Rand nach außen drückt. Und dann kriegst du nämlich dieses Teil nicht mehr rein. So. Jetzt haben wir drei, ne? Kriegt man wirklich hier so als 100er Pack. Die kosten überhaupt nicht viel, die Dinger. Aber es bringt halt diesen nötigen Abstand, ne? So, jetzt haben wir vier. 1, 2, 3, 4. Also zwei noch, ne? Gut, wenn du natürlich weniger Federn verwendest in der Kupplung, man hat ja die Option 3 Federn, 4 Federn oder eben 6 Federn, dann brauchst du natürlich auch da keine Hülsen reinmachen. Bei 2 Hülsen würden ja schon dafür ausreichen, die Kupplung vernünftig zu zentrieren. Habe ich jetzt die letzte noch, ne? Ja, doppelt wirst du schon merken, das geht nicht, ne? Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Kannst du auch später, wenn die Federn mal müde sind in 10 Jahren, dann kannst du ja entsprechend, siehst du, das hat jetzt nicht geklappt hier. Da hat er sich verzogen. Kriegt ihn nicht mehr raus. Super. Zange holen. Sich dazwischen gedrückt. So, nochmal. Ich glaube, ich habe den nicht. Ich habe da nicht aufgepasst, dass ich den nicht ins. Ja, genau. Falsch rum reingelegt. Daran lag es, siehst du. So, dann nehmen wir jetzt nochmal den letzten. Dieser hat sich auch schon wieder gedreht, der Bursche hier. Wir müssen echt ein bisschen aufpassen. Ja, guck durch, so. Okay. So. Alle drin? Alle drin. Und jetzt haben wir da überhaupt gar keine Probleme mehr, Alex, vom Spiel her. Wir haben das hier schon mal vorbereitet, deswegen liegt hier auch die zweite Kupplung. Warte, ich nehme die mal ganz kurz raus. Und setze die hier mal ganz kurz ein. Na, muss ich jetzt die ganzen Scheiben noch mal reinpacken hier, oder geht das so? Eigentlich müsste es gehen, ne? So. Und zwar haben wir das, wir ziehen das mal ganz kurz raus. Hier haben wir das nämlich schon vorbereitet. So. Also hier sind die ganzen Nieten drin, wie du siehst. Ja, alle schon reingelegt. Die gucken dann unten auch tatsächlich so ein bisschen raus. Und wenn wir das Teil jetzt hier mal aufsetzen, die drücken sich jetzt immer so ein bisschen hoch an der Seite und dann nimmt man sich einfach hier so eine Hülse, drückt die wieder alle rein. Und da können dann entsprechend jetzt die Federn reingebaut werden. Aber wir zeigen euch das mal ganz kurz. Wir haben jetzt minimales Spiel. Ja, ganz leicht Spiel brauchen wir auch. Und wenn wir das jetzt bewegen, dann ist immer noch vernünftig dieser Abdrückvorgang der Kupplung vorhanden. Und wir haben es jetzt auch bei der schnellen schon abgeändert und es funktioniert wirklich gut. Und durch diese, ja, ein Zehntel Millimeter, der da jetzt weiter nach oben kommt. Ansonsten, wenn es nachher zu viel wird, kann man hier auch noch eine kleine Unterlegscheibe unterlegen. Aber ich denke mal, das ist okay, ne? Also das
Ja, kann man noch mal verbessern an der Kupplung, weil ich denke mal, wenn sie wirklich möglichst wenig Spiel hat, dann ist das alles sehr zentriert. Und vor allen Dingen, Alex, das Problem ist ja auch noch, wenn dieser Teller nicht in der Mitte sitzt, dann hat man auch am Ende eine Unwucht, ne? Das Ding wiegt ja auch ein bisschen was und wenn das Ding anfängt zu oszillieren, dann kriege ich auch Vibrationen rein. Also ich finde es so eigentlich ganz gut. Wie gesagt, super Kupplung und ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das vielleicht auch habt, das Problem, und vielleicht, ob ihr das auch so ändert, wie wir das hier gezeigt haben. Und dann auf jeden Fall mal reinschreiben, ob er damit ja, entsprechend Verbesserung merkt oder ob er damit Erfolg hattet. Ja? Wenn ihr noch Videos gucken wollt, hier sind noch welche. Haben wir es, ne? Jo, bis denn. Ciao. Ciao.